Bereits in der zweiten Saison wird der Wachauer Jedermann bei den Wachau-Festspielen Weißenkirchen aufgeführt. Die Generalprobe im Renaissance-Ambiente des Theißenhofer Hofs stand im Zeichen des sprichwörtlichen Salzburger Schnürlregens. Spielt man bei jedem Wetter? Heute auf jeden Fall. Heute muss es einfach durchgehen und es ist auch nur leichter Regen angesagt. Wird sicher ausgehen. Bin froh, dass ich dich sehe, mein Bub. Vor weh zwängst fast mein Herz mir zu, weil du für mich schon gar keine Zeit mehr hast vor lauter Geschäftigkeit. Waltraud Haas, das legendäre Mariandl, ist in die Region zurückgekehrt. Um die Geschichte vom Leben und Sterben des reichen Mannes nach Hugo von Hoffmannsthal in der Mundartfassung zu erzählen, steht sie mit ihrem Sohn Markus Strahl auf der Bühne. So, das Lüfterl ist gar Wind. Hab nur gar nicht gesagt, mein Bruder. Da steht ihr selber eher zu. Das ist eine sehr herzliche Rolle, weil sie mit ihm immer ein bisschen schimpft, weil er ja so viel Weiber hat. Und jetzt möchte ich halt haben, dass er ein anständiges Leben beginnt und dass er an den lieben Gott glaubt. Und da tue ich ihm halt immer wieder zureden, nicht? Leila, die Ehefrau von Markus Strahl, spielt in dem allegorischen Stück den schnöden Mammon. Mein Eigentum! Meine Sache! Dein Eigen? Ha! Das ist nicht Lock! Bist auf dran, du verfluchtes Ding! Hab dich doch gehabt, mir zum Befehl! Und ich regiert in deiner Seele! Du warst ja doch... Muss man sich am Salzburger Jedermann messen? Diese Fassung von dem Peter Galler, die er geschrieben hat, ist zum einen sehr volkstümlich, da wo sie volkstümlich sein soll, nämlich bei den Irdischen, ja, da ist es in Mundart, also im Wachauer Dialekt. Und er behält aber trotzdem die allegorischen Figuren, also Tod, Teufel, Werke, Glaube, in der Hoffmannsthalsprache. Soll ihm ein Richter Rechnung geben? Aber Zeugenschaft vonnöten. Drum soll's es mit, mein Sock vertreten. Auch Laienschauspieler sind mit dabei auf der Bühne. Darsteller der Theatergruppe Weißenkirchen. Ja, da packt mich gleich der Schirchung raus. Nein, da lass ich mich erst gar nicht ein. Da will ich lieber eingespürt sein. Wer bist denn du? Ich bin der Tod. Scheu keinen Mann. Tret jeden. Ohne Schonung. Wo ich einen Menschen tu antreten, wird vorher kein Anzeig beigebracht. Den schlag ich auf sein Herz. Das Stück ist noch bis zum 13. September zu sehen.